It is a common problem today, lack of energy. Das ist heute ein sehr verbreitetes Problem, zu wenig Energie. And everyone wants to get the most out of life. Natürlich, jeder möchte so viel wie möglich vom Leben haben. And it's not an unreasonable request. Und das ist ja auch ziemlich nachvollziehbar. But there is always a reason when someone has no energy. Aber wenn jemand keine Energie hat, dann gibt es dafür immer einen Grund. It's given a name now. It's called chronic fatigue syndrome. Heute hat man der Sache einen Namen gegeben. Es heißt chronisches Erschöpfungssyndrom. And as the name implies, the person chronically has no energy. Wie der Name schon sagt, es ist chronisch, also langfristig, und es fehlt einfach die Energie, man ist erschöpft. Now Newton's third law of motion states. Das dritte Gesetz der Bewegung von Newton sagt. That to every action there is an equal and an opposite reaction. Zu jeder Aktion gibt es eine entsprechende Reaktion. In other words, there is always a reason. Mit anderen Worten, für alles gibt es einen Grund. And Proverbs 26 verse 2 says the same thing. Und dasselbe lesen wir in Sprüche 26 Vers 2. The proverb says the curse causeless shall not come. Da steht nämlich, ein Fluch, der unbegründet ist, trifft nicht ein. In other words, no problem happens without a cause. Anders gesagt, es gibt keine Probleme, die ohne Ursache entstehen. One of my favorite books on health is The Ministry of Healing. Eines meiner Lieblingsbücher über Gesundheit heißt The Ministry of Healing. And the author states that in case of sickness the cause should be ascertained. Und die Autorin sagt, wenn jemand krank ist, muss man zuerst die Ursache herausfinden. You see, if you don't find the cause, you'll never have a cure. Denn wenn wir die Ursache nicht verstehen, können wir auch nicht Heilung finden. And I am the master of my destiny. Ich bin der Herr meines Schicksals. I am the one that chooses what I do and what I don't do with my body. Ich entscheide, was ich mit meinem Körper tue oder nicht. It's my God-given right. Das ist mein gottgegebenes Recht. But the problem is, many people are doing things to their body they don't realize is harmful. Aber das Problem ist, dass viele heute ihren Körper auf eine Weise behandeln, wo sie gar nicht wissen, dass das schädlich ist. They don't realize that some of the things they're doing to their body is sapping their energy. Und sie merken nicht, dass gewisse Gewohnheiten ihre Energiereserven aufbrauchen. And that's what I'd like to take you through tonight. Das, was wir heute Abend besprechen möchten. And I like to go right to the very center of the human body. Ist genau diese Problematik, und wir möchten in genau das Zentrum des Organismus vordringen. So in every city you've got the central business district. In jeder Stadt gibt es so ein Geschäftsviertel. And in the human body there's a central business district. Und auch im menschlichen Körper gibt es ein Geschäftszentrum. And it's the inside working of the cell. Und das sind die inneren Vorgänge in der Zelle. You see, we are just a bunch of cells. Wissen Sie, wir bestehen eigentlich nur aus einem großen Haufen Zellen. We have skin cells, tissue cells, bone cells, muscle cells. Es gibt Hautzellen und Gewebezellen, Knochenzellen. And understanding what happens in the cell. Und wenn wir verstehen, was in der Zelle geschieht, is paramount in understanding how the cell heals. Dann können wir auch verstehen, wie eine Zelle gesund werden kann. So let me take you inside the cell. Gehen wir also zusammen mal in das Innere einer Zelle. Inside every cell is an energy cycle. In jeder Zelle gibt es a what? Energy cycle. Da gibt es einen Energiezyklus. Now we have 100 trillion cells in the body. Wir haben 100 Billionen Zellen im Körper. 75 trillion have this inside working. 75 Billionen davon haben diesen inneren Ablauf. 25 trillion are the red blood cells. Und 25 Billionen sind rote Blutzellen. And the red blood cell is often called the river of life. Diese roten Blutkörperchen werden auch als der Lebensstrom bezeichnet. And in Leviticus 17:11 the Bible says the life of the flesh is in the blood. Und in 3. Mose 17 Vers 11 sagt die Bibel, das Leben des Menschen ist in seinem Blut. You see, the blood is the carrier of nutrients to the inside of the cell. Denn das Blut transportiert die gesamten Nährstoffe zur Zelle. The blood carries the oxygen to the cell. Das Blut transportiert auch den Sauerstoff zur Zelle. It carries the water to the cell.
transportiert das Wasser zur Zelle. It carries the nutrients to the cell. Es transportiert alles, was die Zelle braucht zum Leben. And it takes away the waste from the cell. Und die ganzen Abfallstoffe werden abtransportiert. See, this is a living machinery. Also das ist eine lebendige Maschine. And all living machineries have waste products. Und alle Maschinen, die leben, die produzieren auch Abfallstoffe. And we'll talk about that more in another meeting. Darüber werde ich noch mehr in einem anderen Vortrag sagen. But let's have a look at how the energy cycle runs. Aber schauen wir uns diesen Energiezyklus mal genauer an. So glucose is a breakdown from the food that we eat. Wir gewinnen aus der Nahrung, die wir aufnehmen, Glucose. And glucose is the main fuel used by every cell. Und Glucose ist der Haupttreibstoff für jede Zelle. So the glucose goes in and it goes through a 20-step pathway. Die Glucose kommt in die Zelle und dann durchläuft sie einen 20-Schritte-Zyklus, einen Pfad. And this 20-step pathway gives us 2 units of energy. Dieser 20-Schritte-Pfad sorgt am Ende für 2 Einheiten Energie. The end result of this 20-step pathway is a chemical form of glucose called pyruvate. Da entsteht eine chemische Form von Glucose, die nennt man Pyruvat. And pyruvate, as the chemical form of glucose, gets fed into the 8-step pathway. Aus diesem Pyruvat entsteht dann ein weiterer Stoff über einen 8-Schritte-Pfad. Now this 8-step pathway is called the powerhouse of the cell. Und diese 8 Schritte, die nennt man das Kraftwerk der Zelle. Because this 8-step pathway delivers to us 36 units of energy. Denn bei diesem 8-Schritte-Prozess, da entstehen 36 Einheiten Energie. So the question now arises, why does a 20-step pathway only give 2 units? Jetzt ist natürlich die Frage, warum 20 Schritte notwendig sind und sie ergeben nur 2 Einheiten Energie. And why does an 8-step pathway give us 36 units? Und in nur 8 Schritten entstehen 36 Einheiten Energie. The difference is oxygen. Der Unterschied ist Sauerstoff. This pathway uses oxygen, this pathway uses no oxygen. Auf dem ersten Weg, da wird kein Sauerstoff gebraucht und beim zweiten Weg wird Sauerstoff eingesetzt. What a difference oxygen makes. Was für einen Unterschied Sauerstoff doch macht. And how are you going to feel if every single one of your cells has enough oxygen to get down to there? Was glauben Sie, wie würden Sie sich fühlen, wenn jede einzelne Körperzelle bei Ihnen so viel Sauerstoff hätte, dass sie diesen 8-Schritte-Pfad durchmachen kann? You're going to be jumping out of your skin with energy. Dann hätten wir so viel Energie, dass wir Bäume ausreißen könnten. So lack of energy has one cause. Also wenn uns Energie fehlt, es ist immer dieselbe Ursache. Lack of oxygen. Zu wenig Sauerstoff. I was talking to a guest who had chronic fatigue syndrome. Ich sprach mal mit einem Gast, sie hatte auch dieses Erschöpfungssyndrom. And she took this idea back to her specialist doctor. Und sie ging mit dem Problem zu einem Arzt, einem Spezialisten. And the doctor said, you're absolutely right. Und der Doktor sagte, Sie haben absolut recht. Because he knew the science. Denn er kannte die Wissenschaft, also dieses hier. This is the science. Das sind die Zusammenhänge. More oxygen, more energy. Mehr Sauerstoff, mehr Energie. There may be 100 reasons why there's lack of oxygen. Nun, warum jetzt Sauerstoff fehlt, dafür kann es 100 Gründe geben. But the bottom line is, it's lack of oxygen. Aber unterm Strich ist es immer der Sauerstoffmangel. So what I'd like to take you through now is some of those reasons. Jetzt möchte ich mit Ihnen einige dieser Gründe mal durchgehen. So you won't be surprised when I show you that oxygen vitalizes the body. Ist wahrscheinlich keine Überraschung, wenn ich sage, dass Sauerstoff den Körper belebt. Oxygen invigorates and even electrifies. Sauerstoff gibt neue Stärke und man kann sogar sagen, dass Sauerstoff elektrifiziert. But oxygen does something else. Aber Sauerstoff macht noch mehr. Oxygen soothes the nerves. Sauerstoff beruhigt auch die Nerven. And I think you'll agree with me that in 2023 we need some nerve soothers. Und wahrscheinlich stimmen Sie mit mir überein, dass im Jahr 2023 wir alle
etwas gebrauchen können, was unsere Nerven beruhigt. In fact, if you could put it in a bottle, you'd make a fortune. Wenn man das in eine Flasche abfüllen könnte und verkaufen, dann würde man Milliardär werden. Because look what it does. Denn schauen wir mal, was das alles bewirkt. But let's have a look at what lack of oxygen does. Jetzt schauen wir uns mal an, was entsteht, wenn Sauerstoff mangelt. It's called hypoxia. Man nennt das Hypoxie. So what are the symptoms of hypoxia, which is lack of oxygen? Was sind einige Symptome dafür, für diesen Sauerstoffmangel? Fatigue. Erschöpfung. And we're not surprised, because lack of oxygen, look how much energy you're going to get, only 2 units. Und das ist auch keine Überraschung, denn schauen wir uns mal an, ohne Sauerstoff können nur 2 Energieeinheiten entstehen. Lethargy. Lethargie. Nausea. Übelkeit. Not the only cause of nausea, but it is one of the symptoms. Es gibt auch andere Ursachen für Übelkeit, aber das ist eine mögliche, Sauerstoffmangel. Not the only cause of a headache, but it is one of the symptoms. Und genauso eine der Ursachen für Kopfschmerzen. When those brain cells are lacking oxygen, wenn die Hirnzellen zu wenig Sauerstoff haben, the result can be headache. Kann das zu Kopfschmerz führen. So what I'd like to look at is what inhibits oxygen and what enhances oxygen. Was wir jetzt durchgehen wollen ist, was kann denn Sauerstoffaufnahme fördern und was behindert sie? And one is the air that we breathe. Nummer eins ist es die Luft, die wir atmen. So I'd like to talk to you about something called negative ions. Und da gibt es die sogenannten negativen Ionen. These are electrically charged oxygen molecules. Das sind Sauerstoffmoleküle, die elektrisch geladen sind. So where you find these negative ions is 3 things must be present. Damit diese negativen Ionen entstehen können, braucht man 3 Zutaten. Water droplets pass through the air giving off negative ions. Nämlich Wasser, und es muss sich durch die Luft bewegen, dann entstehen die negativen Ionen. So that's water, movement and air. Also Wasser, Luft und Bewegung. Now 1 month ago I was at Niagara Falls. Vor einem Monat war ich bei den Niagara-Fällen. There's a lot of movement, a lot of water and a lot of air there. Da gibt's eine Menge Wasser, eine Menge Luft, und das Wasser bewegt sich sehr stark durch die Luft. And I breathed very deeply so I could get a good blast of negative ions. Und habe ich ganz tief durchgeatmet, damit ich richtig voll werde mit negativen Ionen. So you find this at the waterfalls. Man findet also die negativen Ionen bei Wasserfällen. You'll also find it at the ocean waves. Aber auch Meereswellen am Strand. You'll also find negative ions in the pine forest. Und auch in einem Nadelwald. Because in the pine forest those needles have a larger surface area compared to other leaves. Denn im Vergleich zu anderen Blättern haben die Nadeln eine größere Oberfläche. And they are so fine that the slightest breath of wind will give a little movement. Und die sind so fein, die Nadeln, dass schon die kleinste Brise sie in Bewegung bringt. You'll also find it with the storm. Man findet sie auch beim Sturm, oder? So what you've got with a storm is not only movement, water and air, but electrical activity from the lightning. Gewitter, da haben wir nicht nur Wasser und Bewegung und Luft, sondern wir haben auch noch die elektrische Ladung von den Blitzen. And I think we can all appreciate and have experienced the air that you get around this. Und ich glaube, wir haben das alle schon erlebt, wenn wir an solchen Orten waren, dass die Luft einfach sehr gut war. On the other hand, we have positive ions. Auf der anderen Seite gibt es dann die positiv geladenen Ionen. It's referring to the positive charge. Ja, mit positiver Ladung. So positive ions have more carbon dioxide in their molecule than oxygen. They have no? More carbon dioxide. Okay. Diese positiven Ionen haben mehr Kohlendioxid tragen in sich als die negativen Ionen. You'll experience this before the storm. Man kann das merken vor einem Gewitter. And I think we've all felt this before the storm, the air is heavy. Da hat man das Gefühl, die Luft, die ist so schwer, so dick. It's heavy with positive ions. Das liegt an den positiven Ionen. Die sind dann
stark vorhanden. And if someone has arthritis, they'll say the storm is coming, my arthritis is aching. Und wenn jemand Arthritis hat, dann ist der wetterfühlig und merkt, wenn so ein Gewitter aufkommt. That's because positive ions have a depressing effect on the serotonin in the brain, increasing inflammation. Und das liegt daran, dass diese positiven Ionen depressing effect on the serotonin. Ja, das Serotonin im Körper absenken und das wirkt sich auf die Arthritis aus. So the person with arthritis, you say, how does your arthritis feel when the storm hits? Also wie fühlt sich eine Person mit Arthritis, wenn dann das Gewitter kommt? And they will say, no, it's not hurting anymore. Dann werden sie sagen, naja, wenn es da ist, dann tut es nicht mehr weh, habe ich keine Beschwerden mehr. Because now the air is alive with negative ions. Denn jetzt sind lauter negative Ionen in der Luft. You'll also find positive ions in the city. Wir finden viele positive Ionen auch in der Stadt. So what you've got in the city is a lot of cars giving off car fumes. In der Stadt gibt es natürlich viele Autos mit den Abgasen. So what car fumes give off is carbon monoxide. Und in den Abgasen ist auch Kohlenmonoxid. And so here is a blood cell. Hier haben wir ein Blutkörperchen. And when it goes through the lungs, it picks up oxygen like a little parcel. Wenn dieses Blutkörperchen durch die Lungen hindurchgeht, dann nimmt es Sauerstoff auf wie so ein Paket. It's an unstable union, so that the oxygen can be dropped again very quickly. Es ist eine instabile Verbindung, so dass der Sauerstoff auch schnell wieder abgeworfen werden kann. But when the person breathes in carbon monoxide, aber wenn jemand Kohlenmonoxid einatmet, it makes a very tight union. Dann entsteht eine sehr feste Verbindung. And so that blood cell cannot pick up oxygen. Und wenn dann die Blutzelle, die mit Kohlenmonoxid umgeben ist, kann dann keinen Sauerstoff mehr aufnehmen. And so when a person's breathing in carbon monoxide, wenn also jemand Kohlenmonoxid einatmet, they're not able to pick up adequate oxygen. Dann kann er nicht mehr dieselbe Menge Sauerstoff aufnehmen. So a lot of their cells are only going to give 2 units of energy. Und dann bekommen die Zellen nicht mehr das, was sie brauchen, und sie laufen auf 2 Einheiten Energie. So where else you'll find carbon monoxide is cigarette smoke. Kohlenmonoxid findet sich auch noch in Zigarettenrauch. It gives off carbon monoxide. Da entsteht Kohlenmonoxid. Mold gives off carbon monoxide. Und auch Schimmel gibt Kohlenmonoxid ab. So whenever a person is breathing in the carbon monoxide, they will have less oxygen. Also wenn jemand Kohlenmonoxid einatmet, dann ist einfach die Kapazität, Sauerstoff aufzunehmen, gesenkt. And the Bible says if there's mold in the house, it has to be destroyed. In der Bibel steht, wenn ein Haus zu schimmeln beginnt, dann muss man es einreißen. Well actually it says if there's mold in the house, you got to clean it up and come back 2 weeks later, but if it grows back, then destroy the house. Genau gesagt steht dort, wenn man Schimmel beobachtet und man beobachtet ihn für 2 Wochen, wenn er dann immer noch da ist oder sich noch gewachsen ist, dann muss man das Haus einreißen. So if you've got mold in the house, it doesn't mean you have to burn your house down. Also wenn Sie Schimmel in Ihrem Haus finden, dann müssen Sie nicht gleich Ihr Haus verbrennen, anzünden. You've got to find out why it is there and remedy the problem. Sondern finden Sie die Ursache heraus und beheben Sie das Problem. But it is an indication that mold can be a big cause of chronic fatigue syndrome. Aber die biblische Regel weist schon darauf hin, dass Schimmel ein großer Faktor sein kann, eben auch für das Erschöpfungssyndrom. And I would say in about 8 out of 10 cases that I see with chronic fatigue syndrome. Und aus meiner Erfahrung etwa 80% der Fälle, die zu mir kommen mit der chronischen Erschöpfung, there can be a mold factor. Da spielt Schimmel eine Rolle. And we had a lady recently when I was in the US. Ich hatte kürzlich eine Dame, als ich in den USA war. She was always tired. She was always tired. Sie war immer müde. And she used to get hay fever. Und sie bekam immer Heuschnupfen. Hay fever. Sneezing a lot.
und sie musste ganz oft niesen oder sich schneuzen. As we talked about her lifestyle, I could not fault her lifestyle. Ich habe sie dann ausgefragt, wie sie so lebt, und ich konnte da kein Problem finden. While she was at the health retreat, aber während sie bei uns war in dem Gesundheitszentrum, she was having her kitchen renovated. Da wurde ihre Küche zu Hause renoviert. And they started to send her photos of what they found when they pulled the kitchen out. Und als sie die alte Küchenmöbel entfernt haben, da haben sie ihr Fotos gemacht von dem, was sie dort entdeckt haben. There was black mold all under the floor and all behind her kitchen. Überall hinter den Möbeln, an der Wand, auf dem Boden war schwarzer Schimmel. I said to her, it is now no puzzle as to why you have lack of energy and all the sneezing. Und ich habe gesagt, das ist des Rätsels Lösung, warum du so viele Probleme hast mit der Müdigkeit und dem Schnupfen. So it was good news and bad news. Also, das war eine schlechte Nachricht und gleichzeitig eine gute Nachricht. The good news now is she finally solved the puzzle. Gut war natürlich, dass sie jetzt wusste, woran es lag. The bad news was there was a lot of work to do in that house. Die schlechte Nachricht war, dass jetzt eine Menge Arbeit vor ihr stand. They actually ended up having to pull up the whole floor. Und am Ende war es so, dass der gesamte Boden rausgerissen werden musste. And what they discovered was that the airway under the house had been blocked off. Und was sie dann feststellten, unter dem Haus war ein Luftkanal und der war blockiert worden. You see, with our bodies and with our house, if there's a problem, there is a cause, always a cause. Sehen Sie also mit dem Haus das Gleiche wie mit unserem Körper. Immer wenn es zu Problemen kommt, gibt es eine Ursache. And in the little book Ministry of Healing, the author says we should build houses high and dry. Und da in dem Buch Ministry of Healing, da sagt die Autorin, wenn wir Häuser bauen, dann sollten die sehr hoch sein und trocken. And because I came across situation like this so often. Und weil mir diese Situation immer wieder begegnet ist. That was my inspiration to write my book Self Heal by Design. Das war eigentlich für mich der Anstoß, mein Buch zu schreiben, der Körper heilt sich selbst. Where I investigate the history of the subject of mold. Und da gehe ich auch historisch der Geschichte nach, die Entstehung von Schimmel, dieses Problem. And I was quite intrigued as to what I found in my investigation. Und das war unglaublich spannend, was ich da herausgefunden habe. But we'll keep back to our causes of why someone would have chronic fatigue syndrome. Aber gehen wir zurück zu den Ursachen für chronische Erschöpfung. And that's why it's important to investigate the house we live in. Das ist eben ein Grund, wir müssen uns genau das Haus auch anschauen oder die Wohnung, wo wir leben. Sometimes it can be a leaky tap, sometimes it can be guttering that's clogged up, you know, there's always a cause. Es gibt immer eine Ursache, manchmal kann es ein tropfender Wasserhahn sein oder vielleicht eine Leitung, die verstopft ist, ein Abfluss. Too often today when someone's not well, they're given a label. Heute ist es oft so, wenn jemand sich nicht wohl fühlt, dann bekommt er irgendein Etikett. But that label doesn't tell you the cause and the cure. Aber dieses Etikett sagt weder, wo kommt das Problem her, noch wie kann ich es lösen. Now there can be another reason why someone's lacking oxygen. Es gibt andere Gründe dafür, warum jemand Sauerstoffmangel hat. And that can be dehydration. Das kann auch Wassermangel sein. See, the fact is that our body loses 2.5 liters of water a day. Fakt ist, dass unser Körper jeden Tag 2.5 Liter Wasser verliert. So 1.5 liters from our kidneys. 1.5 Liter werden durch die Nieren ausgeschieden. 5 from our skin. Sorry. 500? Yeah. Und 0.5 Liter durch unsere Haut. 300 from our colon and 200 from our lungs. Und dann 300 Milliliter durch den Darm und 200 Milliliter durch die Ausatmung. And there's no reserve tank on the back. The only water that goes in is the water we put in. Und wir haben keinen Reservetank auf dem Rücken, sondern unser Körper lebt nur von dem Wasser, das wir trinken. So 2 liters, that's 8 glasses, must be replaced every day. Also wir brauchen mindestens 8 Gläser
2 Liter pro Tag. So the other half liter can come in from our fruits, our vegetables, our herb teas. Und der übrige halbe Liter, den können wir durch Obst, durch Gemüse, durch Tee trinken zu uns nehmen. Most people reach for their water when I say that. Ja, und wenn ich darüber spreche, dann greifen viele Leute zu ihrer Wasserflasche. One lady said, I drink a lot in my cups of tea. Eine Dame sagte zu mir, also ich trinke ganz viel Tee. How clean would your body be if you washed it in tea? Aber wie sauber wird dein Körper, wenn du ihn mit Tee wäschst, spülst? How clean would it be if you washed it in juice? Oder vielleicht in Wasser spülst, in Saft? It's water and water alone that must be put in. Also es ist wirklich nur das Wasser, das wir brauchen und das uns säubert. So a few years ago when I was the health director at Misty Mountain Health Retreat. Vor einigen Jahren, da war ich Gesundheitsdirektorin in unserem Gesundheitszentrum. I used to do live blood analysis. Da habe ich oft Blutanalysen gemacht von Lebendblut. And the blood cells would look like that, moving around the screen. Und normalerweise sehen die Blutkörperchen, die roten, etwa so aus. Die haben sich da frei bewegt. But I looked at a lady's blood one day, and it looked like this. Und eines Tages hatte ich das Blut von einer Frau unter dem Mikroskop, und es sah so aus. It is easy to spoil a slide, but 5 blood slides later, it still looked like that. I didn't get that. It is easy for me to spoil a slide, so I kept taking another sample. You're capturing a photo. Okay, es kann schon mal passieren, dass man also eine Aufnahme macht und die gelingt nicht richtig, aber wenn ich dann mehrere hintereinander mache und es sieht immer noch so aus, dann haben wir ein Problem. So it was dehydration that was causing her blood to clump together because she'd had no water. Die Körperchen haben sich zusammengeklumpt und der Grund war einfach, sie hatte zu wenig Wasser. It was 9 o'clock in the morning. Das war 9 Uhr früh. And all she'd had was a cup of tea. Und alles, was sie getrunken hatte bisher, war eine Tasse Tee. So the most dehydrated time of the whole day is when we wake up in the morning. Und die Zeit, wo der Körper am meisten dehydriert ist, also Wasser verloren hat, das ist, wenn wir morgens aufwachen. So she woke up dehydrated and had a cup of tea, and the tannin and the caffeine and the sugar dehydrated her even more. Sie hat also morgens früh, sie ist aufgestanden, hat eine Tasse Tee getrunken und das Tannin darin und der Zucker haben dafür gesorgt, dass ihr Körper noch mehr Wasser entzogen bekam. I said to her, I cannot assess your blood, it is all clumped. Und ich sagte zu ihr, ich kann das Blut nicht richtig analysieren, es ist ganz verklumpt. So when these blood cells go through the lungs, they pick up oxygen like little parcels. Wenn diese Blutkörperchen durch die Lunge gehen, dann kann jede von ihnen Sauerstoffpäckchen aufnehmen. But when this goes through the lungs, how much surface area has been lost because of the clumped blood cells? Aber wenn so eine Rolle von Blutkörperchen durch die Lunge geht, wie viel Oberfläche ist dann noch übrig, die Sauerstoff aufnehmen kann? So one cause of dehydration is just not drinking enough water. Also auf Fatigue. One cause of dehydration ja. is not also ein Grund dafür, dass Wasser mangelt, ist einfach, wir trinken zu wenig. Another cause of dehydration is drinking tea and coffee. Ein anderer Grund für Wassermangel ist, dass man nur Tee und Kaffee trinkt. In fact, we had a pathologist attend our program. He said we did studies on the effect of caffeine on hydration. Ich hatte mal einen Pathologen, der bei unserem Kurs teilgenommen hat, und er hat gesagt, wir haben Studien über die Wirkung von Kaffee gemacht. He told me it takes 5 glasses of water to make up for the dehydrating agents in one cup of coffee. Und die dehydrierende Wirkung, er hat gesagt, wenn man eine Tasse Kaffee zu sich nimmt, dann muss man 5 Tassen Wasser trinken, um das wieder wettzumachen. And especially if it has a few teaspoons of sugar in it. Und ganz besonders, wenn noch ein paar Teelöffel Zucker drin sind. So the sugar and the caffeine are major dehydrating agents. Also Zucker und Koffein sorgen beide für eine starke Entwässerung. And when someone has chronic fatigue syndrome, they often reach for the coffee to give them a lift.
Wenn aber jemand dieses Erschöpfungssyndrom hat, dann greift er oft nach dem Kaffee, um ein bisschen aufgeputscht zu werden. The problem is, it gives an initial lift and then it gives a corresponding drop. Das Problem ist, dass es kurzzeitig funktioniert. Man bekommt etwas Energie, aber dann geht es umso weiter runter danach. And that lift comes from our adrenal glands. Und dieses kurze Hoch, das kommt von den Adrenalinausstoß. And the adrenal glands are like our bank account. Von den Nebennieren. Und die sind, kann man vergleichen mit einem Bankkonto. It's like our backup energy system. Das ist unser Reserve-Energiesystem. And it's sitting there for times of crisis. Das ist dazu da, um Krisenzeiten zu bewältigen. So when there's a crisis, then you jump to deal with the crisis and you get this boost of energy from your adrenal glands. Wenn eine Krise kommt, dann muss man plötzlich einsatzbereit sein und dafür sorgen die Nebennieren. I remember that when my children were little in the rainforest, we'd be sitting eating our meal at 2 PM. Ich erinnere mich, als meine Kinder noch klein waren und wir haben dann nachmittags um 2 zusammen gegessen. I had 6 children and I had visitors as well at the table. Ich hatte 6 Kinder und dazu noch Besucher am Tisch. And we have a tin roof and we heard the rain come. Und wir haben ein Blechdach und haben dann gehört, wie die Regentropfen anfingen zu fielen. And I looked at the children and I said, rain! And we all ran out to get the clothes off the line. Ah, okay, und dann habe ich den Kindern gesagt, schnell, lauft! Und wir sind alle aufgestanden, losgelaufen und haben die Wäsche von der Leine geholt. Because we knew that we couldn't let the clothes get wet. Denn wir wussten, die darf nicht feucht werden. Especially when you've got 6 children, you've got a lot of washing. Und besonders, wenn man 6 Kinder hat und... In fact, my visitors said it was one of the most exciting parts of the visit. Und vielleicht nur eine Waschmaschine und die Besucher sagten dann, das war einer der aufregendsten Momente bei dem ganzen Besuch. The good news is we got all the clothes off the line. Die gute Nachricht ist, wir haben tatsächlich die Wäsche von der Leine holen können. It's probably just a very simple illustration is we all got a burst from our adrenal glands. Und das ist vielleicht jetzt nur ein ganz simples Beispiel dafür, dass wir ab und zu diesen Boost brauchen von den Nebennieren. To run out and save the washing. Damit wir aufstehen, loslaufen und die Wäsche retten können. So I guess it wasn't a real crisis, but you know, we didn't want our washing to get wet. Also ich denke, es war nicht so eine echte Krise, aber wir wollten nicht, dass unsere Wäsche nass wird. A simple illustration of how our adrenal glands have this little backup system when we need quick energy. Nur ein ganz einfaches Beispiel dafür, wie die Nebennieren dafür sorgen, dass wenn nötig die Energiereserven da sind. It's that exact same process that happens when a person has a cup of coffee or a cup of tea or a Coca-Cola. Und genau das gleiche passiert im Prinzip, wenn jemand eine Tasse Kaffee trinkt oder Tee oder Coca-Cola. So you can see that if someone continually takes these energy or stimulating drinks to get energy. Und man kann sich gut vorstellen, dass wenn jemand das immer wieder macht, diese stimulierenden Energy Drinks zu sich nimmt, they're actually depleting their adrenal glands more and more and more. Dann wird dieser Mechanismus immer weiter erschöpft, die Nebennieren werden geschwächt, immer weiter. So to take caffeine to give energy is like taking a loan to pay off your loan. Also Kaffee zu trinken, wenn einem Energie fehlt, das ist so ungefähr, als würde man einen Kredit aufnehmen, um einen Kredit zu bezahlen. Eventually there's nothing left. Am Ende bleibt nichts übrig. And then they go to the doctor and he says, I found the cause of all your problems, you've got chronic fatigue syndrome. Und dann geht man zum Arzt und er sagt dann, ich weiß, was Sie haben. Sie haben chronisches Erschöpfungssyndrom. One lady said to me, I've just found the cause of all my problems, I've got chronic fatigue syndrome. Eine Dame sagte mir mal, ich habe gerade die Ursache herausgefunden, warum ich so viele Probleme habe. Ich habe chronische Erschöpfung. I said, that's not the cause, that's the effect. Und ich sagte ihr, das ist nicht die Ursache, das ist die Auswirkung. Let's have a look at why you have no energy. Jetzt schauen wir uns mal an, warum die Energie fehlt. In some people it's dehydration. Bei manchen Leuten ist es Dehydrierung.
And in some people it's too much coffee drinking. Und bei anderen ist es einfach zu viel Kaffee trinken. And in some people it's the way they breathe. Und bei anderen ist es ihre Atemtechnik. In Genesis 2 verse 7 the Bible says. In 1. Mose 2 Vers 7 lesen wir in der Bibel, that God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Dass Gott den Menschen von der Erdboden, vom Erdboden geformt hat und dann den Lebensodem in seine Nase geblasen. And he became a living soul. Und dann wurde er zu einer lebendigen Seele. Notice where God breathed. Achten wir darauf, wo Gott bläst. Not mouth. Nicht in den Mund. Nose. In die Nase. You see, mouth is for speaking, it's for singing, it's for eating, it's for drinking. Wissen Sie, der Mund ist zum Reden und zum Essen und zum Trinken. Nose and nose alone is for breathing. Aber die Nase und die Nase allein ist zum Atmen. And God knew that, and that's why he breathed into Adam's nose the breath of life. Und Gott hat es gewusst, deswegen hat er bewusst in die Nase von Adam den Lebensodem geblasen. Now we are very glad to have the mouth as a backup when we have a blocked nose from a cold. Nun, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir den Mund auch mal zum Atmen gebrauchen können, wenn zum Beispiel die Nase verstopft ist. But unfortunately, many people have gone over to mouth breathing. Aber leider haben viele Menschen das zu einer Gewohnheit gemacht. And what nose does is it purifies the air, humidifies the air and warms the air. Was die Nase tut, ist, dass die Luft gereinigt wird und angewärmt und angefeuchtet. Mouth does not do any of that. Und das macht der Mund nicht. But nose also, it pressurizes the air, making it perfect for the lungs. Die Nase erzeugt aber auch einen bestimmten Druck beim Atmen. Und das ist genau das, was die Lunge braucht. And nose also balances blood gases. Die Nase balanciert auch die Gase in der Luft aus. So what are those blood gases? Was sind diese Gase in der Luft oder in Blut? So we know one is oxygen and another is carbon dioxide. Nun, wir wissen, ein Gas ist Sauerstoff und ein anderes ist Kohlendioxid. Another one is nitric oxide. Ein anderes ist Stickoxid. When we breathe in and out through our nose, it stimulates the release of nitric oxide. Wenn wir durch die Nase atmen, dann wird Stickoxid ausgestoßen, es wird angeregt. Mouth does not do that. Das geschieht nicht, wenn wir durch den Mund atmen. And nitric oxide is antimicrobial and it is also very important for the opening of our blood vessels. Und Stickoxid wirkt gegen Mikroben, Keime, und es ist auch sehr wichtig für die Weitung der Blutgefäße. So if someone's mouth breathing, they're not getting any of that. Und wenn jemand durch den Mund atmet, dann hat er all diesen Nutzen nicht. So let me draw the lungs for you to show you where the gaseous exchange takes place. Schauen wir uns mal die Lunge genauer an, wie der Gasaustausch vor sich geht. So with the blood, with the lungs there's a gaseous exchange. In der Lunge geschieht ein Austausch von Gas. So here is one lung here, and here is the trachea, and it splits and into little bronchioles. Das ist ein Lungenflügel, da haben wir die Trachee, und die wird aufgespalten in die Bronchien. And at the end of every bronchial, there's a little cluster of alveoli. Und am Ende von den Bronchien befindet sich so eine Traube von Lungenbläschen. So the alveoli look like this. Die sehen so aus. They're like a little bunch of grapes. Sieht aus, ja, wie eine Traube. So I'm going to magnify that alveoli even more. Nehmen wir uns mal ein Lungenbläschen einzeln vor und machen das ein bisschen größer. And it has a blood capillary network over it. Da ist ein Netzwerk von kleinen Blutkapillargefäßen. So when we breathe in through our nose the air. Wenn wir dann durch die Nase einatmen. And remember, the nose perfectly prepares it for the lungs. Und denken wir daran, die Nase ist perfekt abgestimmt, die Luft für die Lunge vorzubereiten.
And on the red blood cell there's hemoglobin. Und auf dem roten Blutkörperchen befindet sich Hämoglobin. And the hemoglobin is the oxygen carrier. Und das Hämoglobin transportiert den Sauerstoff. And there are four docking stations on the hemoglobin for oxygen. Und jedes Hämoglobin-Molekül hat vier Andockstellen für Sauerstoff. But for four molecules of oxygen to be picked up, there must be four molecules of carbon dioxide. Aber damit diese vier Sauerstoffmoleküle andocken können, brauchen sie auch gleichzeitig vier Kohlendioxidmoleküle. Four carbon dioxide means four oxygen can be picked up. There's a transfer. Also wenn viermal Kohlendioxid da ist, dann kann auch viermal Sauerstoff in das Blut transportiert werden. When we breathe out through our mouth, we lose too much carbon dioxide. Wenn wir durch den Mund ausatmen, verlieren wir zu viel Kohlendioxid. And then maybe there's only two molecules of carbon dioxide in the blood. Und dann bleiben vielleicht nur zwei Moleküle Kohlendioxid im Blut übrig. That means only two molecules of oxygen can be picked up. Und das heißt gleichzeitig, dass dann auch nur zwei Sauerstoffmoleküle aufgenommen werden können. That means less oxygen in the cell. Und dann kommt natürlich weniger Sauerstoff in die Zellen. That means some of the cells are only giving 2 units of energy instead of 36. Und das bedeutet, einige Zellen werden nur 2 Einheiten Energie produzieren statt 36. So that gaseous exchange I just described, it takes place in the alveoli. Das heißt also, dieser Austausch von Gasen findet in den Lungenbläschen statt. It also, that exchange of carbon dioxide and oxygen also happens on the cell wall. Aber dieser Austausch zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff geschieht auch auf der Zelloberfläche. We can have too much carbon dioxide, but we can also have not enough. Wir können zu viel Kohlendioxid haben, aber auch zu wenig. Do you remember what I said nose breathing does? Erinnern Sie sich, was ich gesagt habe über das Nasenatmen, was das bewirkt? It balances the blood gases. Es balanciert die Gase im Blut aus. And there must be a balance of carbon dioxide and oxygen, so you get the transfer of oxygen into the blood and into the cell. Wir brauchen ein richtiges Verhältnis zwischen Kohlendioxid und Sauerstoff im Blut, damit der Sauerstoff aufgenommen werden kann und in die Zellen gelangt. Why would people breathe through their mouth? Warum atmen überhaupt Leute durch den Mund? Is it because their noses are all blocked up? Haben sie vielleicht die Nase verstopft? Why are their noses blocked up? Why are they blocked up? Und wenn es so ist, warum ist das so? Well, there's five foods that are known to cause excess mucus. Es gibt 5 Nahrungsmittel, die dafür bekannt sind, dass zu viel Schleim in der Nase produziert wird. One is cow's milk. Einmal Kuhmilch. Cow's milk's very good milk for baby cows. Kuhmilch ist sehr, sehr gut für Kälber. But it's not the best milk for baby humans. Aber für menschliche Babys nicht so gut. And it's a common cause of things like earaches and tonsillitis and asthma in children. Und es ist eine bekannte Ursache für Mandelentzündung und Mandelentzündung, Asthma und Ohrenschmerzen. I've seen many children clear from these ailments by stopping the dairy milk. Und ich habe oft erlebt, dass Kinder diese Probleme losgeworden sind, einfach dadurch, dass sie keine Kuhmilch mehr getrunken haben oder Milchprodukte. Goat's milk is much closer to human milk compared to cow's milk. Im Vergleich zu Kuhmilch ist Ziegenmilch viel näher dran an der Muttermilch, der menschlichen. So that is one big causer of excess mucus. Also das ist ein Grund dafür, dass zu viel Schleim produziert wird. Another cause is the hybridized wheat of today. Ein anderer Grund ist der hochgezüchtete Weizen heutzutage. The wheat was hybridized in the 1950s. Diese Züchtungen hat man vorgenommen in den 1950ern. And it created molecules that the body cannot break down properly. Und da sind Stoffe, Moleküle entstanden, die der Körper nur sehr schwer abbauen, aufspalten kann. And I'm so happy that it's very easy to buy Dinkel or Spelt in Germany.
Und ich bin sehr glücklich zu hören, dass hier in Deutschland es sehr einfach ist, Dinkel als Alternative zu bekommen. Because that wheat has not been through the hybridization process. Das ist auch eine Weizenart, aber die ist eben nicht so hochgezüchtet worden. Another food that can cause excess mucus is oats. Ein weiteres Nahrungsmittel, das viel Schleim produzieren kann, ist Hafer. Oats are high in an inflammatory substance called lectins. Hafer enthält viel Lektin und das kann Entzündungen verursachen. Some people can handle oats, some people cannot. Einige Leute vertragen Hafer, andere nicht. But if a person has a lot of mucus in their respiratory, they need to stop that until it clears. Aber wenn jemand eben viel Schleim produziert in seinen Atemwegen, dann sollte er das weglassen. The fourth is peanuts. Peanuts are commonly contaminated with mold. Nummer vier sind die Erdnüsse. Die sind in aller Regel mit Schimmel kontaminiert. And the fifth one is refined sugar. Und Nummer fünf ist raffinierter Zucker. So when those foods are stopped, we find that the respiratory areas like the sinuses, they start to clear of mucus. Also wenn man diese Nahrungsmittel weglässt, haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Atemwege und die Nebenhöhlen, dass die frei werden und dann kann man wieder durch die Nase atmen. Sometimes it can take at least 2 months to see a full result. Manchmal braucht man bis zu 2 Monate Geduld, bis das wirklich richtig anschlägt wie gewünscht. But when the mucus clears, then the person once again can start breathing through their nose. Aber wenn eben nicht mehr dieser Schleim produziert wird, dann können die Leute wieder problemlos durch die Nase atmen. When a person becomes a mouth breather, the little canals at the back of their nose start closing up. Wenn jemand gewohnheitsmäßig durch den Mund atmet, dann gibt es kleine Kanäle von der Nase, die fangen an sich zu verschließen. And the best way to open them up is start breathing through the nose again. Und das beste Mittel, dass sie sich wieder öffnen, ist, dass man anfängt, durch die Nase wieder zu atmen. And the more you breathe through your nose, the more those little canals start to open. Und je mehr man das tut, desto mehr werden sich auch diese Luftwege wieder öffnen. And there is one way, a simple way, to encourage nose breathing. Und es gibt auch eine einfache Methode, wie man also das unterstützen kann, dass man durch die Nase atmet. And that is to tape up the mouth. To? Tape up the mouth. Und das ist, man klebt sich den Mund zu. Now of course we've got to talk and drink and eat. Natürlich, man muss auch mal was sagen oder mal was essen oder trinken. So an easy time to do it is at night while we sleep. Also die beste Zeit wäre vielleicht nachts, wenn man schläft. Now you don't have to tape it like that. Nun, man muss jetzt nicht das komplett zukleben. You can get a small amount of tape and just under the nose to the chin. Man nimmt einfach einen schmalen Streifen von dem Klebeband und macht es hier von der Oberlippe bis zum Kinn. So you can do it for an hour a day for a week and then the brain will have a pathway and you can usually handle it overnight. Das macht man vielleicht eine Woche lang, jeden Tag eine Stunde und dann lernt das Gehirn, dass es jetzt durch die Nase atmen soll. A great way to eliminate snoring and sleep apnea. Ist auch eine tolle Methode gegen Schnarchen und Schlafapnoe. Just the simple process of taping the mouth. Einfach ganz simpel den Mund zukleben. Because there are many mouth breathers who are finding nose breathing difficulty because their little canals have closed up. Es gibt viele Mundatmer, die einfach Schwierigkeiten inzwischen haben, durch die Nase zu atmen, weil die kleinen Kanäle sich verschlossen haben, zugegangen sind. But we live in an amazing body with an inbuilt ability to heal itself. Aber wir haben einen ganz erstaunlichen Körper, der die Fähigkeit hat, sich wieder zu regenerieren und zu heilen. And it will heal itself when you give it the right conditions. Und es wird sich heilen, wenn wir für die richtigen Bedingungen, Umstände sorgen. I believe everyone should be their own doctor. Ich glaube, jeder von uns sollte sein eigener Arzt sein. Because only you know how you feel and only you know what helps and what does not help. Denn nur sie wissen, wie sie sich fühlen und können auch beurteilen, was ihnen hilft und was nicht. And so, to improve energy levels. Also, damit wir einfach wieder mehr Energie haben. Become better hydrated. Sorgen Sie dafür, dass Sie ausreichend trinken. If you're a coffee drinker, don't stop coffee. Wenn Sie Kaffeetrinker sind, dann hören Sie nicht auf mit dem Kaffee. You will suffer.
dann werden Sie schwer leiden. Start easing off the coffee. Sondern setzen Sie es langsam ab. So if you have 3 cups of coffee a day, start having 3 half cups of coffee a day. Zum Beispiel, wenn Sie täglich 3 Tassen Kaffee trinken, dann machen Sie daraus halbe Tassen täglich. And every day have a little less, and usually within a week you can be off the coffee without pain and suffering. Und jeden Tag werden die Tassen ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger, und es dauert etwa eine Woche und dann können Sie relativ beschwerdefrei, schmerzfrei vom Kaffee loskommen. And if you commonly have sinus problems and find that you have a lot of blocked sinuses. Und wenn Sie Probleme mit den Nebenhöhlen haben und feststellen, dass die oft verstopft sind. And you'd like to experiment by stopping the 5 allergens. Und Sie möchten das mal ausprobieren, indem Sie diese 5 allergenen Nahrungsmittel weglassen. Please stock your cupboards well before you begin to try it. Stock your cupboards. With the right food. Dann sollten Sie ausreichend Vorräte vorher einkaufen für diesen Versuch, bevor Sie anfangen. Make a note on the calendar and then you'll be able to see for yourself. Und dann machen Sie ein Kreuz im Kalender, wann Sie begonnen haben, und dann schauen Sie, was Sie für Erfolg haben. Some people have low energy purely because they don't sleep enough. Manche Leute haben zu wenig Energie, weil sie einfach zu wenig schlafen. So it's important to go to bed early every night. Also es ist wichtig, dass wir jeden Abend früh ins Bett gehen. So ideally about 9 o'clock and at a very late is 10 o'clock. Idealerweise wäre 9 Uhr abends und spätestens 10 Uhr. Because it's while we sleep that our bodies are revived and recharged. Denn es geschieht im Schlaf, dass unser Körper neue Energie bekommt, revitalisiert wird. And yet in this age of technology, it's usually the biggest interferer of sleep. Und heutzutage ist der größte Faktor für Schlafstörungen wohl die Technik. Please put all technology out of your bedroom while you sleep. Bitte, die ganze Technik, wenn Sie schlafen gehen, sollte sich nicht in Ihrem Schlafzimmer befinden. And if you want to be in bed by 9, you've really got to start working at it at 7. Und wenn Sie wirklich um 9 Uhr im Bett sein wollen, dann fangen Sie schon um 7 mit den Vorbereitungen an. It's going to be a bit hard this week because you're attending health lectures at 7 o'clock. Das wird diese Woche ein bisschen schwierig, denn um 7 sind Sie ja hier, um die Vorträge zu hören. But you can prepare before that time. Aber Sie können dann eben, bevor Sie hierher kommen, die Vorbereitungen machen. So we'll make sure that we don't keep you here late. Wir werden darauf achten, dass wir Sie nicht länger als nötig hier aufhalten. So ideally so that you've got time to get home, have a nice hot shower and go to bed. So dass Sie noch rechtzeitig nach Hause kommen, eine warme Dusche nehmen können und ins Bett gehen. When the sun goes down, so should our laptops and our iPads. Wenn die Sonne am Horizont sinkt, dann sollte genauso unser Laptop-Screen sich herabsenken. Because that light from the iPads. The light from those screens gives messages to our brain that it's daytime. Denn dieses blaue Licht von den Bildschirmen sorgt dafür, dass unsere Gehirne die Botschaft bekommen, es ist Tag. And it prevents the process that our brain usually goes through to start winding down as the sun goes down. Und das verhindert diesen Prozess, dass unser Gehirn langsam runterfährt, wenn die Sonne untergeht. Now, if you're not used to going to bed before midnight, wenn Sie es nicht gewohnt sind, vor Mitternacht ins Bett zu gehen, my suggestion is start going to bed at 11:30. Dann würde ich vorschlagen, fangen Sie doch einfach mal an mit 11:30. After a week, 11 o'clock, after another week, 10:30, and you can train yourself back into an earlier night. Und eine Woche später machen Sie dann 11 Uhr draus, eine Woche später 10:30, und so können Sie sich langsam der Wunschzeit annähern. And I'm sure everyone's going to want to do this because everyone wants more energy. Und ich glaube, jeder von uns möchte eigentlich das machen, weil wir alle wünschen uns mehr Energie. Another aspect of improving energy is exercise. Ein anderer Aspekt, wenn wir mehr Energie haben möchten, ist Bewegung. When you exercise, you start breathing deeper. Wenn wir Sport machen, uns bewegen, fangen wir automatisch an, tiefer zu atmen. And when you start breathing deeper, you start taking more oxygen in. Und je tiefer wir atmen, desto mehr Sauerstoff nehmen wir auf. More oxygen into the body means more energy at the cellular level.
Mehr Sauerstoffaufnahme bedeutet mehr Energie auf Zellebene. So make sure you exercise every day and breathe through your nose in and out. Also achten Sie darauf, dass Sie jeden Tag Sport machen, Bewegung, dass Sie durch die Nase atmen. Now when you're running up the hill, it's going to seem extremely hard to only breathe in and out through your nose. Wenn Sie in den Hügel rauflaufen, dann kann das sehr schwer vorkommen, nur durch die Nase zu atmen. But I can assure you that you can train yourself into it. Aber ich kann Ihnen versichern, man kann das trainieren. Because remember, if you do breathe in and out through your mouth, you lose too much carbon dioxide, which means you're not getting as much oxygen in the cell. Denn denken wir daran, wenn Sie durch den Mund ausatmen, verlieren Sie zu viel Kohlendioxid und das bedeutet, Ihre Sauerstoffaufnahme ist eingeschränkt. And we should be breathing long, slow and deep, right down here. Und wir sollten lange, langsam und tief einatmen. Because when you breathe long, slow and deep, you are accessing all of your lungs. Wenn wir lang, langsam und tief einatmen, dann wird die ganze Lungenkapazität benutzt. High chest breathers can often be cutting their lungs off here. Wenn man nur oberflächlich atmet, dann braucht man eigentlich nur die obere Hälfte der Lunge. So make sure you've got strong abdominal muscles so that you stand upright. Also achten Sie darauf, dass Sie eine gute Bauchmuskulatur haben, dass Sie gerade stehen. So part of your exercise routine every day should be push-ups to strengthen the abdominal muscles. Also ein Teil Ihrer Übungen täglich sollten Liegestützen sein, damit Sie auch die Bauchmuskulatur stärken. Because all your abdominal muscles are connected to your spine. Denn die Bauchmuskeln sind mit dem Rückgrat verbunden. So when you strengthen the abdominal muscles, you strengthen your spine. Und das bedeutet, ein trainierter Bauch stärkt gleichzeitig den Rücken. Which enables you to stand erect. Und das macht es leicht, aufrecht zu stehen. And thus using the abdominal muscles in the breathing process. Und es ist natürlich auch leichter dann beim Atmen die Bauchmuskulatur, das Zwerchfell zu gebrauchen. So it's the way we sleep, the way we breathe, the way we drink. Also es geht darum, wie wir schlafen, wie wir atmen, wie wir trinken. And do you remember what the blood carries to the cell? Und denken wir daran, was das Blut zu den Zellen transportiert? It carries to the cell oxygen. Es transportiert Sauerstoff. But it's our choice as to how we breathe and how much oxygen we're taking in. Aber es ist unsere Entscheidung, dadurch wie wir atmen, wie viel Sauerstoff wir aufnehmen. And the blood also carries the water to the cell. Und das Blut transportiert auch das Wasser zur Zelle. But it's our choice how much water we drink. Aber wir entscheiden, wie viel Wasser wir aufnehmen. I start early. The earlier you start, the more water you can get in. Ich fange ganz früh mit dem Trinken an, denn je früher man das tut, desto mehr kann man aufnehmen. But also the blood is carrying the nutrients to the cell. Und natürlich das Blut transportiert auch die Nährstoffe zur Zelle. So we need to be taking in lots of fiber in your plant foods. Das bedeutet, wir müssen in unserer Ernährung viel Ballaststoffe aufnehmen. Generous amounts of protein in your legumes, your nuts, your seeds. Und auch reichlich Proteine in den Nüssen, Hülsenfrüchte, Samen. And healthy fats. Und gesunde Fette. Healthy fats in your nuts, your seeds, your coconuts, your avocados. Gesunde Fette, das sind Nüsse und Samen, Kokosnuss, Avocado. Little bit of olive oil. Vielleicht ein bisschen Olivenöl dazu. They're the three essential nutrients. Das sind die drei essentiellen Nährstoffe. Supplying everything that that cell needs to function. Und sie geben der Zelle alles, was sie braucht für ihre Arbeit. And don't forget to go to bed early so your body gets revived and recharged at night. Und vergessen Sie nicht, früh ins Bett zu gehen, damit der Körper sich regenerieren kann und Energie hat für den nächsten Tag. So as you can see by what I've shown you tonight. Wenn Sie das betrachten, was wir heute uns angeschaut haben heute Abend. When someone has chronic fatigue syndrome, wenn jemand ein chronisches Erschöpfungssyndrom hat, there can be a variety of reasons. Können sehr viele Gründe dafür geben.
And that's why it's time to put the detective hat on and investigate why. Und dann müssen wir unseren Detektivhut aufsetzen und nachforschen, was ist die Ursache? And it could be a multiple of things. Und wir haben gesehen, es kann eine ganze Reihe von Sachen sein. But as you implement the simple things that you can do to ensure oxygen happens at the cellular level. Aber wenn Sie sich das nochmal betrachten, diese einfachen Maßnahmen, die man unternehmen kann, damit genug Sauerstoff die Zelle erreicht, little by little your energy levels will revive. Dann werden Sie die Erfahrung machen, dass Ihr Energielevel nach und nach immer höher steigt. And in that little book, Ministry of Healing, in diesem kleinen Büchlein Ministry of Healing, the author says, nature's process of healing and upbuilding is gradual. Sagt die Autorin, wenn die Natur heilt und etwas wieder aufbaut, geschieht das langsam. And to the impatient it seems slow. Schritt für Schritt, und wenn jemand wenig Geduld hat, dann kommt ihm das sehr langsam vor. But in the end it will be found that nature untrammeled does her work wisely and well. Aber am Ende wird man feststellen, dass wenn man der Natur freie Hand lässt, sie ihre Aufgabe weise und gut erfüllt. Those who persevere in obeying the basic laws, diejenigen, die dranbleiben und den elementaren Naturgesetzen folgen, they will reap the benefit in health of body and health of mind. Sie werden den Nutzen davon ernten in einem gesunden Körper und einem gesunden Geist. And what I love about these simple natural laws, was ich liebe an diesen simplen Naturgesetzen, is that they are within the reach of every human being. Ist, dass jedem sie zur Verfügung stehen. And I believe God meant healing to be simple. Und ich glaube, Gott hat es extra so gemacht, dass Heilung simpel ist. But many are like my daughter Emma, aber viele wie meine Tochter Emma, who at the age of 5 told me that she was going to grow up in a minute. Sind so wie die Emma, die mir, als sie 5 Jahre alt gesagt hat, in einer Minute werde ich groß sein, erwachsen. And of course we know she didn't grow up in a minute. Und natürlich wissen wir, sowas passiert nicht. Took many years for her to grow up. Um groß zu werden, das hat viele Jahre gedauert. Most of us want to be better in a minute. Aber viele von uns wollen innerhalb einer Minute wieder gesund werden. I'm impatient. I want to be better in a minute. Ich bin ungeduldig. Ich möchte gerne in einer Minute gesund sein. And when I broke my little toe 10 weeks ago, und als ich vor 10 Wochen mir einen kleinen Zeh brach, I wanted to be better in a minute. Da hätte ich auch gerne, wäre ich gerne in einer Minute gesund geworden. I thought I'd never wear these boots again. Und ich dachte mir, diese Stiefel ich werde nie wieder Stiefel tragen können. My toe is better, but it didn't get better in a minute. Jetzt geht's meinem Zeh wieder gut, aber es hat länger gedauert als eine Minute. So there is a time factor. Es gibt also den Faktor Zeit. So be patient, give your body time and it will recover. Seien Sie geduldig, geben Sie Ihrem Körper die Zeit und es wird besser werden. That's the good news. Das ist die gute Nachricht. And I'm sure we've all had scrapes in our life or injuries. Und ich glaube, wir haben alle gewisse Narben oder Verletzungen aus unserem Leben mitgenommen. And we have healed. Aber wir sind gesund geworden. And it's the same with any health problem that happens in the body. It will heal if you give it time and if you give it the right conditions. Und es ist eigentlich bei jedem körperlichen Problem so, wenn wir Zeit geben, wenn wir für die richtigen Bedingungen sorgen, dann wird die Heilung in Gang gesetzt. So as we go through the series that we are giving this week, wenn wir also durch die weiteren Vorträge noch gehen werden, we're going to be looking at quite a few health issues. Da werden wir uns ganz verschiedene Leiden anschauen. And we're going to have a look at the different aspects that have caused the problems. Wir werden uns die vielfältigen Ursachen dafür anschauen. Because if you don't find a cause, you will never have the cure. Denn ohne Ursache werden wir nie zu einer Heilung finden. And we're going to be having a look at the simple things that can be implemented to bring about healing. Und wir werden betrachten, mit was für einfachen Mitteln wir eine Heilung unterstützen und anstoßen können. So I'd like to bid you all good night and I look forward to seeing you tomorrow. So möchte ich Ihnen jetzt allen eine gute Nacht wünschen und freue mich auf Ihre Anwesenheit morgen.
And as promised, we're letting you go so that you can get to bed early and get a good night's sleep. Und so wie versprochen, halte ich Sie nicht zu lange auf, so dass Sie frühzeitig ins Bett kommen. And remember that your emails and your WhatsApp messages will wait till the morning. Und denken Sie daran, Ihre E-Mails und die WhatsApp Messages, die können bis morgen warten. Thank you and good night. Vielen Dank und gute Nacht.